Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hof Kneisel, unserem Realismus-Selbstversuch auf der Ellerbach V2 im Privatumbau. Ja, und willkommen im Juni zur 186. Folge. Ja, jawohl, ich bin hochmotiviert. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt Bock. Zu einer neuen Woche. Wir sind mitten in der nächsten Aufnahmesession für meinen Urlaub Vorproduktion. Nur damit du Bescheid weißt, dass ich nicht so wirklich auf die Kommentare aktuell eingehen kann. Was ich aber auf eingehen kann, ist, wenn du noch kein Abo dagelassen hast, schäm dich. Es kann doch nicht sein, dass du hier kostenlos den Support anguckst, das Video anguckst und nicht den Kanal unterstützt. Ab nach unten. Gerne ein Abo dalassen. Das kostet dich nämlich nichts. Man glaube es kaum. Es gibt heutzutage sozusagen noch was, was nichts kostet. Wahnsinn. So, Spaß beiseite. Wir gehen rein, wir haben ein bisschen was zu tun, denn wir haben ja vorgespult, deswegen ist 9.20 Uhr morgens. Wir müssen die ganzen Produktionen etc. müssen wir wieder ans Laufen bringen. Ja, dazu machen wir unsere BLE-Seitenkonsole an. Wird halt auch immer wieder gefragt, du, wie heißt die Konsole? Seht doch unten in der Beschreibung, da ist alles drin. Alles drin, da bleibt keine Frage mehr offen. Wir nehmen mal die drei Stück schon mal mit. Das muss alles in die BGA rein. Kriegen wir die so ein bisschen angehoben? Ja. Das ist na klar, wenn die so eng aufeinander stehen. Wir haben das im Stream mit Easy Dev mal auf die Schnelle alles rübergepackt. Ne? Die üblichen Geschichten. So, ja, ich gehe ein bisschen in Urlaub. Ne? Ich glaube, ich habe mir das auch reglichst verdient. Das ist tatsächlich mein Sommerurlaub. Ich war ja die Tage sozusagen vor der Gamescom und zwischen der FarmCon war ich in Österreich. Aber das war nur so ein verlängertes Wochenende, ne? So ein bisschen mit Familie. Das waren es, glaube ich, 3 Nächte. So ein bisschen umgucken, was man halt so in Österreich so alles macht. Nauf auf der Berg, die üblichen Geschichten und dann war es das. So wirklich Urlaub war das nicht. Diesmal gehen wir so ein bisschen nach Mallorca. Das ist tatsächlich das allererste Mal nach Mallorca. Und nein, wir gehen natürlich nicht an Ballermann. Hallo, meine Kinder, die sind 3 und 6. Da geht man nicht an Ballermann. Ist doch klar. Aber Mallorca hat ja auch andere schöne Ecken, habe ich mir sagen lassen. Man muss allerdings Folgendes wissen. Ich bin nämlich meistens der eigentlich seinen Beitrag leistet und nur mitgeht. Das ist halt echt so ein bisschen... Ja, man gewöhnt sich so über die Jahre irgendwie an alles in der Beziehung. Ne? Jeder hat so seine Aufgaben, jeder hat seine Stärken und ja, die spielt man dann halt so ein bisschen gegenseitig aus, ist glaube ich das falsche Wort. Man addiert sich. Ich glaube, das ist das Bessere. Und meine Frau hatte halt das Händchen, so die ganze Urlaubsplanung und so zu übernehmen. Und mein Teil ist dann halt immer das Mitgehen, auch wenn ihr sagt, ja, das ist ja kein Beitrag. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt kurz die BGA befüllt. Ich mache jetzt noch den Futtermischer startklar. Wir haben heute einige Aufgaben noch zu erledigen, damit hier auf jeden Fall das Ganze weiter vorangehen kann. Futtermischer, ja, das Level, das Pensum ist da schon hoch genug. Ja, hier müssen wir die, glaube ich, erst rausziehen. Dass wir da genügend reinkriegen, dass es dauerhaft läuft. Das ist auf jeden Fall soweit schon mal gut. Des Weiteren dachte ich mir so, beim Ausmisten, da können wir eigentlich auch nochmal so ein bisschen die Zügel anziehen, so wie es so schön heißt. Packen mal ganz kurz die hier her. Die können wir noch ein bisschen weiter reinlassen. Das ist nicht im Weg um Gottes Zeug. Denn ich dachte mir, wir könnten eigentlich uns auch eine größere Forke noch organisieren, sofern ich natürlich eine drin habe. Heißt, wir könnten mal hier so machen und dann schauen wir mal. Frontladerwerkzeug. Wir haben die hier mit 230 Liter. 450, das wäre schon mal gut. Allerdings hätte ich die gern so, dass ich die nicht mehr auf und zu machen muss. Aber da bleibt uns, glaube ich, nicht großartig die Wahl. Was haben wir sonst noch irgendwo am Hochstehen? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Wir könnten aber auch, pass auf, du Dubbel, es kommt ein Ubbel. Die hier kann doch bestimmt auch mischt.
Lass mal ganz kurz den Reiter durchziehen. Er will nicht. Ich hätte gern hier, dass er sich bewegt, mein Freund. Normalerweise geht es doch, ne? Weil der hätte 2300 Liter. Und wenn die auch Mist kann, 15.000, wären wir nämlich auch schneller. Pass auf, dann machen wir es so. Wir nehmen die hier, die ist fast doppelt so groß. Die kaufen wir uns. Wir haben kein Geld. Dann müssen wir die hier zuerst verkaufen. Oh, wir kriegen nur 800 Euro, ne? Heiligsblechle. Ja, uns bricht es jetzt sozusagen gerade ein bisschen das Knick. Denn wir haben beim letzten Vorspulen irgendwie nichts verdient. Und ich weiß noch nicht, warum. So, aber jetzt. Den hier. Gehen wir hier in die nächste Stufe nach oben. Setzen den zurück. Und dann hoffen wir, dass wir da nochmal eine Nummer schneller sind. So, einmal angedockt und Spaß haben. So, jetzt können wir den bestimmt hier öffnen. Jawohl, das läuft. Also mit der Seitenkonsole ist einfach ein Träumchen. Raffi, geiler Job. Einfach herrlich. Macht immer wieder Spaß mit dem. Da hast du einfach hier die zweite Ebene, wo ich alles für zum Beispiel den Teleskoplader und Frontlader belegt habe. Da ist es einfach ein Geschmack, der sagt, du gehst kurz rein und dann läuft der Lachs. So, da haben wir Glück gehabt. Aufpassen, dass wir von der Christel hier das Bett nicht niedermachen. Ich glaube, die hatten in jedem Video hat die einen anderen Namen. So, einmal rückwärts rein. Und dann können wir nämlich hier das Ganze aufnehmen. Guck mal, da haben wir nämlich schon ein bisschen mehr Liter drin. 1252. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Mist machen sollen. So ein Mist mit dem Mist. So. Ich glaube, wir könnten einen Aufbereiter, war doch das Thema, ne? Aufbereiter hinsetzen. Und dann kriegen wir Gülle raus nochmal. Beziehungsweise Gärreste in dem Fall. Halt, wo fahre ich denn hin? Gärreste. Das hier wollen wir nämlich zur BGA reinschmeißen. Da habe ich nämlich nochmal einen Ballen draufgesetzt schon mal. So. Rein damit. Produktion. Und Mist. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was rein. So. Die letzte Fuhre hier raus. Der Rest lassen wir erstmal drin. Das ist nicht mehr so viel. Dann ist die BGA nämlich nun auch voll. Hier können wir kurz zumachen. Das geht Schlag auf Schlag. So, Vorsicht. Heiß und fertig. Das hier schmeißen wir jetzt auf den Haufen noch. Und wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung, was wir da damit machen, ne? Das wird immer mehr und immer noch mehr. Das müssen wir wahrscheinlich bald irgendwie aufs Feld oder so rauspacken. Obwohl es ja... Du musst es, glaube ich, korrigiert mich gerne, wenn es so ist, ab einem gewissen Zeitraum innen, in einem gewissen Zeitraum, so ist es, das Ganze ja wieder weggebracht haben, ne? Oder eingearbeitet, wie auch immer. Naja. So. Haben wir das. Dann wollen wir uns noch um die Viecher kümmern. Also ich finde, wir sind jetzt auch sehr gut am Hof angekommen. Dieser Umbau und so weiter, das hat es, glaube ich, schon nun endlich über die Bühne gebracht. So, ach stimmt, den haben wir ja hier reingeparkt. Unseren Strautmann. Unsere Dekadenz par excellence. So, und dann haben wir gesagt, hier müssen wir ein bisschen weiter ausholen, ne, dass wir da rumkommen. Oh. Ah, sehr schön. So, da geht nämlich ein bisschen was rein. Eigentlich ist mir das nur wegen der Fütterung.
dass wir hier ordentlich was weggeschafft kriegen. Weil ihr merkt, ne, es wird halt jetzt immer mehr und immer mehr. Und durch das, dass ich logischerweise alleine hier bin, brauche ich halt dementsprechend auch die Gerätschaften, um das Pensum irgendwo zu bewältigen. So, gehen wir mit dem kurz über die Straße vorne rein. Kommen sie da viel, viel besser durch. So, ich sehe nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Dann haben wir hier schon mal einen kompletten Hoftag nämlich schon durch. Das ist eine feine Sache. Ich hoffe, das passt so für euch mit den Cuts. Ich dachte mir, neu, das ist für die Cuts. Wow, was für ein schlechter Witz. Ich dachte mir einfach so, ein Hoftag, so dass ihr von allem nochmal ein bisschen was seht. So, dann packen wir das raus und lassen mal kurz reingucken. Wir sind hier. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt dann wieder vorspulen wollen. Ich weiß ja nicht, wir müssen gleich noch eine OKF oder AKF machen. Dass wir sehen, wie es unsere Flächen geht. Okay, da passt auf jeden Fall was rein. Also war definitiv eine gute Entscheidung. Man hätte auch... Heiler, nee. Schnitzlos. Entschuldigung. Bitte mal eine 1 unten in die Kommentare, wer auch mitgeräuspert hat, weil ich geräuspert habe. So, geht es euch auch so, wenn jemand anders geht? Muss man das selber auch gehen? ja, man hätte es auch mit einem normalen Ladewagen machen können, ne? Aber, ey, wir können es halt. So, dann machen wir noch mit der BGA weiter. Da passt nämlich logischerweise unsere Gülle noch rein. Die werden wir auf jeden Fall auch mitverarbeiten, auch wenn sie, ja, ich nenne es jetzt mal von der Wertigkeit nicht, das Nonplusultra ist. So, wo bleibe ich stecken? Oh nein. So. Wir fahren von vorne nochmal her. Da müssen wir kurz die Güllegrube aufbauen. Da haben wir nämlich auch schon wieder, ich glaube, 250.000 Liter. Auch schon wieder, ne? Wir bewegen uns schon wieder in dieser Region, wie beim letzten Mal, dass wir irgendwo im September auch hier wieder eine kleine Gülle-Verkaufstour machen müssen, um das Ganze wieder zu leeren. Jetzt muss ich gerade noch schauen. Wo war denn der Anschluss hier auf der rechten Seite? So, und dann müssen wir hier... F1-Menü hilft meistens. Güllegrube öffnen. Kommt da der Anschluss auch mit raus? Es gibt ja zwei unterschiedliche Öffnungen. So, genau. Und eigentlich kannst du irgendwie Gülle-Schlauch, Güllegrube schließen. Macht er da ganz zu? Es gibt irgendeine Stellung, wo das Ganze so bleibt, wie es ist. Genau, so. Und dann brauchen wir noch einen Schlauch. Ich beeile mich mal ein bisschen. Und das Ganze wollen wir, na klar, hinten rein, vorne raus. Das legen wir gleich mal auf die Seite, denn hier müssen wir auf jeden Fall dann gleich durch. Ein bisschen Vorbereitung schadet nie. Den hier legen wir auch erstmal auf die Seite. Weil wenn er auf die Schläuche drauf war, das ist halt nicht ganz so pralle. Das ist ein Thema für sich. Ne? Wir haben es letztes Mal auch gesagt im Stream. Wir haben es uns gewünscht, aber es ist halt immer so ein bisschen... Ja, die Umsetzung ist halt auch nicht ganz so cool. Aber da kann Bobs halt auch nur das machen, was das Spiel an sich bietet. Ne? Kein Front gegen Bobser, sondern it is what it is. Platz haben wir halt auch keinen, ne? Heiler, nee. Ich stehe es eng hier. Ich bereite es kurz vor. So, ich würde sagen, ja, wir brauchen nicht das ganze Pumpmaterial. Wie gesagt, das ist von der Wertigkeit her nicht so überragend. Wir nehmen es halt mit. Jeder Cent zählt, aber die Gülle... Ach, guck mal, da hinten. Ach, da haben wir noch mal eins. Ein Schlauch. Okay, wissen wir fürs nächste Mal. Von der Wertigkeit her zwackt er das so spät ab, da reicht es. Na, da haben wir jetzt irgendwo 16.000 Liter oder so roundabout drin. Jetzt
fahre ich na klar über den Schlauch. Das, das, ich mache das natürlich nur als Beispiel, ne, wo ich es vorhin erwähnt hatte, wollte ich euch das jetzt nochmal zeigen, dass es nicht cool ist, wenn ihr drüber fahrt. So. Ab zur BGA. Es ist ein bisschen blöd, dass wir hier tatsächlich nur auf einer Seite den Anschluss haben. Aber egal, das verbinden wir gleich mal mit der OKF, AKF. Guck mal, hier ist unser Raps. Der wächst und gedeiht, das ist schon mal schön. Das ist unserer. Ja, das ist unserer, tatsächlich. Ich wollte mich gerade sagen, guck mal, da noch habe ich die Kurve geschnitten mal. Bin ich außersehen reingefahren. So, und dann können wir nämlich so rüber. Und dann ist die BGA auch durch. Was fehlt dann noch? Ich glaube, dann haben wir das meiste. So, und jetzt können wir nämlich hier rein. In der Hoffnung, dass wir hinten am Busch nicht hängen bleiben. So. Und jetzt kommt wieder das Abschätzen, ne, von der Schlauchlänge. Oh nein, wir haben hier den falschen. Dann machen wir den hier. Das ist auch der falsche. Verdammt. Es ist halt immer irgendwas. So, dann machen wir den Abschieber noch vor uns auf. Ja, da muss ich jetzt kurz einen Cut setzen. Also das möchte ich euch dann auch wieder nicht antun. Dann Pumprichtung ändern. Und na, ach. Hinten rein. Vorne raus. So um was. Ne? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, noch ein Meterle zurück. So, reicht es schon? Gut, da muss es rein. So, und dann sollte das sich hier dann befüllen mit der Gülle hier, 5000. Oh nein, halt, andere Richtung. So, unser Güllefass muss leer werden. 4.007, 5.000, es geht also rein. Und somit würde ich sagen, beende ich heute einen Hoftag, wo ihr allerhand gesehen habt, was so unter anderem meine Tätigkeiten mittlerweile sind. Es wird langsam immer mehr. Das seht ihr auch von der Masse her an sich. Ich bin gespannt, wo das endet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gilt wie immer gerne ein kostenloses Abo dalassen und ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns morgen wieder. 187, glaube ich, ist es dann. Bleibt anständig. Viel Zeit.